Heute mal kurz ein schneller Tipp zu Mehltau. Ja, auf großen Kürbisblättern bei uns. Da machen wir Milch drauf mit einer Sprühflasche und bekämpfen quasi den Mehltau auf den Blättern. Ja, schön ordentlich drauf sprühen. Das kann ruhig ein bisschen mehr sein. Ich mache jetzt nur ein paar Blätter, nicht so viele. Die muss man dann auch ein bisschen wieder abwaschen, ist ja klar. Bei Milch und Blätter ist jetzt nicht so das Pralle. Ne? Beim letzten Mal hat uns der Regen dabei geholfen, die Blätter abzuwaschen. Diesmal müssen wir das selber machen. Das Abwaschen, das brauche ich jetzt nicht unbedingt zeigen, sondern nur, dass ich das wirklich einsprühe, weil die Milch den pH-Wert für den Schimmel verändert. Ja? Normalerweise würde man Schimmel ja durch Hitze bekämpfen, aber ich kann jetzt nicht anfangen, hier die Blätter anzuzünden. Ne? Also normalerweise könnte man auch Zitronensaft nehmen. Je nachdem, was ich mehr im Haushalt habe. Aber Milch hat man ja meistens da. Und deswegen nehmen wir jetzt die Milch. Ja? So, dann später spülen wir die Blätter ab und dann ist der Mehltau auch verschwunden. Ja, der war schon mal weg, aber durch das feuchte Wetter ist er wiedergekommen. Ja, die Blätter waren vorher schön grün, jetzt sind sie wieder weiß. So, man sieht hier schon, gehen wir rauf, dass hier, das läuft dann irgendwann runter. Ja, so. Na, Mehltau kann auch durch Überdüngung stattfinden. Ne? Also wenn man seinen Kürbis unbedingt in Kompost setzt, so wie wir, dann kann man sich Mehltau einfangen, ohne dass man eigentlich was dafür kann. Oder dass man den falsch gesetzt hat, so wie wir.